Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Rainbow Six Siege Video. Da die Tipps und Tricks Videos ja richtig gut bei euch ankommen, gibt es heute schon den vierten Teil der Rainbow Six Siege Tipps und Tricks. Ich möchte in Zukunft einige Tipps von euch mit einbringen, also falls euch noch welche einfallen, schreibt sie doch gerne in die Kommentare, dann kommen sie beim nächsten Teil mit dran. Natürlich unter der Bedingung, dass dieser Tipp nicht schon in einem anderen Teil vorkam. Okay Leute, dann wie immer, falls euch das Video gefällt, lasst doch ein Like da und falls euch mein Content allgemein gefällt, lasst doch ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Okay, so viel dazu. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video und let's go! Bei dem ersten Tipp handelt es sich um einen Trick, der im Bereich der fortgeschrittenen Spieler häufig angewendet wird. Und zwar handelt es sich hierbei um den Barrierentrick. Ihr müsst bei den überstehenden Barrieren einfach zweimal auf den überstehenden Teil schlagen, sodass man von außen nicht sieht, dass ihr schon zweimal dagegen geschlagen habt. Das Ganze bringt folgende Vorteile. Erstens, man kann durchspringen und die Gegner überraschen. Und zweitens, sie wird beim dritten Schlag fallen. Sprich, sollte der Gegner ein kleines Loch in die Barrikade schlagen wollen, bricht sie direkt zusammen und man hat wieder einen Überraschungsmoment. Der nächste Tipp ist ein Basic-Tipp, den ihr auf jeden Fall verinnerlichen müsst. Und zwar geht es hierbei ums Pre-Aim. Ihr solltet ganz einfach, bevor ihr um die Ecke geht oder in einen Gang guckt, immer ins Visier gehen, da ihr dann einen Vorteil im Gunfight habt, da ihr eben schon im Visier wart. Dasselbe gilt natürlich auch für das Objective, da natürlich auch immer erst rein aim, bevor man reinläuft. Der dritte Tipp ist wirklich gerade in den höheren Ligen extrem wichtig und auch sehr effektiv. Ihr werdet um einiges mehr Kills machen, wenn ihr anfangt vertikal zu spielen. Dazu braucht man auch die entsprechenden Operator wie zum Beispiel Buck oder Ashe, die die Decke oder den Fußboden ausmachen können. Ihr seht im Hintergrund schon einige gute Spots dafür. Das ist natürlich nur ein paar von vielen, also falls ihr mehr sehen wollt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Der nächste Tipp ist ganz einfach, spielt nicht zu aggressiv. Rainbow Six Siege ist extrem taktisch angelegt, also macht es wenig Sinn, das Spiel wie Call of Duty zu spielen, da man so nicht wirklich weit kommt. Ihr solltet euch einfach Zeit lassen und nicht ständig pieken oder rushen, um den Kill zu holen. Gerade als Verteidiger vergisst man oft, dass man den Vorteil hat, dass die Gegner kommen müssen, da sie sonst verlieren. Aber auch als Angreifer solltet ihr nicht zu aggressiv spielen, da euch die Roamer dann das Genick brechen werden. Der letzte Tipp ist ein persönlicher kleiner Tipp von mir, und zwar rate ich euch, die vertikale Empfindlichkeit immer etwas niedriger zu haben als die horizontale. Denn wenn ihr die vertikale Empfindlichkeit niedrig habt, könnt ihr den Rückstoß viel leichter korrigieren. Und für was anderes braucht ihr die vertikale Empfindlichkeit eigentlich auch nicht. Also wann guckt ihr schon mal nach oben und nach unten? Von daher stellt ihr lieber etwas niedriger ein, dann könnt ihr viel besser den Rückstoß korrigieren. Das hilft auf jeden Fall bei einigen Operatoren wie zum Beispiel Ashe oder Buck. Okay Leute, das war's mit dem vierten Teil der Tipps und Tricks. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Damit würdet ihr mich auf jeden Fall extrem unterstützen. Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne, man sieht sich im nächsten Video. Haut rein. Ciao.